Hallo liebe Deutschlerner und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute lernen wir mal wieder ein bisschen wichtigen Wortschatz und zwar Zwillingsformeln, die ihr jeden Tag im Alltagsdeutsch benutzen könnt. Los geht's! Also, wir schauen uns jetzt 12 von diesen Zwillingsformeln an und wie gesagt, das sind Wörter, die ihr jeden Tag im ganz normalen Alltag benutzen könnt. Ich garantiere euch, viele davon habt ihr auch schon 100-mal gehört, aber bis jetzt wusstet ihr vielleicht nicht, was sie genau bedeuten. Und ganz am Ende gibt es dann natürlich noch einen Abschlusstest, wo ihr kontrollieren könnt, ob ihr diesen Wortschatz auch gut verstanden habt. Und wie immer ist natürlich eure Hausaufgabe, mit diesem neuen Wortschatz ein paar schöne Beispiele unten in die Kommentare zu schreiben. Also, hier ist die erste Zwillingsformel. Und das ist von Kopf bis Fuß. Das bedeutet so viel wie komplett oder vollständig. Und oft benutzen wir das im Kontext von Aussehen oder Kleidung. Zum Beispiel, sie war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Oder, ich bin von Kopf bis Fuß gesund. Dann kommt Art und Weise. Und diesen Begriff benutzen wir, wenn wir beschreiben wollen, wie etwas gemacht oder durchgeführt wurde. Zum Beispiel, jeder kann die Aufgaben auf seine Art und Weise erledigen. Man könnte auch sagen, ihr könnt die Aufgaben erledigen, so wie ihr möchtet. Noch ein Beispiel. Die Art und Weise, wie er mit fremden Menschen umgeht, ist sehr respektlos. Das nächste ist in Hülle und Fülle. Diese Wendung benutzen wir immer, wenn wir von einer großen Menge sprechen. Zum Beispiel, auf dem Markt gab es Früchte in Hülle und Fülle. Oder bei der Feier gab es Geschenke in Hülle und Fülle. So, und jetzt seid ihr kurz dran. Klickt mal ganz kurz auf Pause, geht runter in die Kommentare und schreibt einen Beispielsatz mit Hülle und Fülle. Was gibt es in eurem Land in Hülle und Fülle? Ich bin gespannt auf eure Antworten, werde mir die natürlich wieder anschauen und auch Fehler korrigieren. So, weiter geht's mit dem nächsten Beispiel. Und das ist ein Geben und Nehmen. Diese Phrase beschreibt mehr oder weniger einen Kompromiss. Zum Beispiel, in einer guten Beziehung sollte es ein Geben und Nehmen sein. Oder das Leben ist ein ständiges Geben und Nehmen. Die nächste Phrase ist Großes und Ganzes. Das benutzen wir immer, wenn wir das gesamte Bild beschreiben wollen. Und ich meine jetzt nicht das Bild, was an der Wand hängt, sondern die gesamte Situation. Zum Beispiel, im Großen und Ganzen bin ich mit meiner Arbeit zufrieden. Denkt auch hier an die Adjektivdeklination. Wenn wir im haben, ist das Dativ, deshalb im Großen und im Ganzen. Oder sie hat im Großen und Ganzen recht. Das nächste ist Hand und Fuß haben. Das benutzen wir immer dann, wenn etwas Sinn macht oder gut durchdacht ist. Zum Beispiel, sein Plan hat Hand und Fuß. Ja, das heißt, der macht Sinn, der ist gut durchdacht, der ist clever. Oder ihre Erklärung hatte Hand und Fuß. Dann haben wir Ja und Amen sagen. Diese Phrase benutzen wir immer dann, um jemanden zu beschreiben, der zu allem Ja sagt. Also der nicht gerne Nein sagt oder nicht Nein sagen kann. Zum Beispiel, sie sagt immer nur Ja und Amen zu allem, was der Chef sagt. Oder, du kannst nicht immer nur Ja und Amen sagen, du musst auch manchmal Nein sagen. Dann kommt Wenn und Aber. Das habt ihr garantiert schon ein paar Mal gehört. Das bedeutet so viel wie ohne Ausreden oder ohne Einschränkungen.
Ohne Wenn und Aber akzeptierte er die Bedingungen. Oder er stimmte ohne Wenn und Aber zu. Als nächstes haben wir bei Wind und Wetter. Das benutzen wir, und das könnt ihr euch vielleicht schon denken, wenn wir sehr extreme Wetterbedingungen beschreiben. Zum Beispiel, sie ging trotz Wind und Wetter spazieren. Man könnte auch sagen, sie ging bei sehr schlechtem Wetter spazieren. Ja, das hat ungefähr die gleiche Bedeutung. Oder Postboten müssen bei Wind und Wetter arbeiten. Also egal wie das Wetter ist, sie müssen arbeiten. Drei haben wir noch. Als nächstes kommt Rat und Tat. Und auch das könnt ihr euch vielleicht schon ein bisschen denken. Rat, beraten, und genau so etwas bedeutet das auch. Meistens benutzen wir das in der folgenden Kombination. Mit Rat und Tat jemanden zur Seite stehen. Zum Beispiel, ich werde dir bei deiner neuen Aufgabe mit Rat und Tat zur Seite stehen. Man könnte auch sagen, ich werde dich bei deiner neuen Aufgabe unterstützen. Rat und Tat drückt hier aber noch aus, dass ich es entweder mündlich mache, das heißt, ich gebe dir einen Tipp, und Tat bedeutet, ich komme auch zu deiner Arbeit und packe mit an, das heißt, helfe mit meinen Händen. Noch ein Beispiel, sie stand ihm in dieser schwierigen Zeit mit Rat und Tat zur Seite. Als nächstes haben wir Tag und Nacht. Das bedeutet so viel wie 24 Stunden. Sie arbeiten Tag und Nacht, um das Projekt rechtzeitig, also pünktlich, fertigzustellen. Oder das Krankenhauspersonal ist Tag und Nacht im Einsatz, um den Patienten zu helfen. Und als letztes haben wir Hab und Gut. Und das beschreibt das persönliche Eigentum eines Menschen, also alles, was ich besitze. Zum Beispiel bei dem Brand, also bei dem Feuer, verlor die Familie ihr komplettes Hab und Gut. Oder sie verkaufte ihr Hab und Gut, um eine Weltreise zu machen. Alles klar, Leute. Ich hoffe dann, dass ihr das alles gut verstanden habt. Und das testen wir jetzt direkt. Ihr seht jetzt gleich 12 Aufgaben und müsst dann immer entscheiden, welche von diesen Phrasen passt hier am besten. A, B oder C.
Also, ich hoffe, der Test hat gut geklappt. Vergesst nicht, drückt jetzt auf Pause oder schaut euch die letzten Sekunden noch an und geht dann sofort runter in die Kommentare und schreibt mindestens drei, vielleicht fünf, ja, so drei bis fünf Beispielsätze aus eurem Kopf. Denn wie immer, neuer Wortschatz bleibt am besten im Kopf, wenn ihr euch eigene Beispiele ausdenkt. Gut Leute, dann danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer ein Like da und wir sehen uns schon bald mit einem neuen Video wieder. Macht's gut, tschüss.